Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserer Ermutigung heute. Jetzt sind wir durch die römische Straße. Heute kommt der fünfte und letzte Halt, sozusagen die Endhaltestelle. Wer hier ankommt, der ist am Ziel der römischen Straße. Und dieses Ziel beschreibt Römer 10, Vers 10 mit zwei Worten: gerecht und selig. Römer 10, Vers 10 heißt: Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Als wir die römische Straße betreten haben vor einer Woche, als wir losgegangen sind, da haben wir das getan mit der Erkenntnis, in meinem Leben ist eben nicht alles in Ordnung. In meiner Beziehung zu Gott, meinem Schöpfer, da ist nicht alles in Ordnung. Das war ganz schön beunruhigend, finde ich. Aber jetzt, wo wir die römische Straße einmal ganz durchgelaufen sind, da ist eben alles anders. Wir sind an spannenden Haltestellen vorbeigekommen, am wichtigsten das Kreuz von Jesus. Und da haben wir gesehen, dass er da für uns gestorben ist, für dich und für mich, dass er unsere Sünde getragen hat. Wir haben gehört, dass alles darauf ankommt, ihm zu vertrauen, ihn als unseren Herrn anzunehmen, ganz persönlich Ja zu ihm zu sagen. Und jetzt sehen wir in Römer 10, Vers 10, was, wenn wir alle diese Schritte gehen, was dann das Ergebnis dieses Weges ist. Gerecht und selig dürfen wir sein. Gerecht vor Gott, nicht weil wir so toll sind, sondern weil Jesus uns Vergebung erstritten und geschenkt hat, weil er alle unsere Schuld, alle unsere Sünde durchgestrichen hat am Kreuz, wenn wir nur glauben, ihm vertrauen. Und glückselig, weil das bedeutet, dass der Weg zu Gott frei ist, dass wir mit Jesus leben dürfen, von ihm lernen dürfen, dass uns nichts mehr von Gott trennt, dass der Himmel offen ist, jetzt schon losgeht und am Ende, wenn wir sterben, in all seiner Schönheit auf uns wartet. Gerecht sein und glückselig sein, also inneren Frieden haben und beides aus Gnade und nicht aus eigener Kraft, das bedeutet es, an Jesus zu glauben. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Seid behütet, seid gesegnet, passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf und bis morgen und dann singen wir was zusammen.